Guten Abend und herzlich willkommen zum virtuellen Open House des Zeppelin Museums. Vor 2 Monaten haben wir unser erstes Debitorial gelauncht, die neue Online-Diskursplattform des Zeppelin Museums, auf der Sie, liebe Community, die Recherchen zu unserer kommenden Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit nachvollziehen und in vielfältiger Weise in deren Themen eintauchen können. Beyond States reflektiert die 3 konstituierenden Merkmale eines Staates: Staatsgebiet, Staatsbürgerschaft und Staatsgewalt. Bis noch Anfang diesen Jahres konnten wahrscheinlich nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von uns diese Begrifflichkeiten klar definieren oder deren historische Entwicklung beschreiben. Begriffe wie Prepper und das Gefühl, vor leeren Regalen im Supermarkt oder einer geschlossenen Ländergrenze zu stehen, sind aber seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie jeder und jedem bekannt. Die Pandemie hat die Themen unserer Ausstellung aktueller denn je gemacht und vor allem direkt in ihre Gegenwart verlegt. Eine Thematik, die in unserer Ausstellung eine wichtige Rolle einnimmt, ist der Missbrauch von Staatsgewalt. Eine Thematik, die dieses Jahr ebenfalls medial um die Welt ging. Der Tod des US-Amerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 war der Auslöser andauernder internationaler Proteste gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus. Auch in Deutschland gingen Menschen auf die Straße und entfachten eine erneute Debatte über die Situation in der deutschen Polizei. Eine Diskussion, die angesichts rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in Nordrhein-Westfalen, dem illegalen Abruf persönlicher Daten von Polizeicomputern in Hessen und der Weitergabe von Munition an Prepper-Netzwerke durch SEK-Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern dringender denn je ist. Um über dieses hochaktuelle Thema zu sprechen, habe ich das große Vergnügen, Professor Dr. Raphael Beer begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Beer. Hallo. Auch ein herzliches Willkommen an meine Kollegin Ina Nettermeier, die Sie sicher schon aus den zahlreichen Talks kennen, die sie moderiert hat und die heute Ihre Fragen managt. Kommentieren Sie also gerne, wie gewohnt auf der Plattform, auf der Sie zusehen, also entweder auf dem Debitorial, Facebook, YouTube oder in unserer Telegram-Gruppe. Und wir nehmen Ihre Fragen gerne auf. So, bevor es losgeht, noch kurz ein Wort zu unserem Experten. Raphael Beer ist seit Oktober 2008 Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg. Er ist außerdem Leiter der Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Sie kennen ihn sicherlich aus zahlreichen Fernseh- und Zeitungsinterviews, wo er ausführlich über Strukturen innerhalb der Polizei gesprochen hat. Es freut uns ganz besonders, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, Herr Beer. Noch einmal herzlich willkommen. Sehr gern. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. So, dann fangen wir doch mal, Herr Beer, mit der Grundsatzfrage überhaupt an. Gibt es strukturellen Rassismus in der deutschen Polizei? Sie haben das Wort. Dankeschön. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach. Sie hängt nämlich ab von der Position, von der man aus die Polizei beobachtet. Also es hängt von dem Begriff der Struktur ab. Wenn man damit sagen will, dass die gesamte Polizei rassistisch ist, also eine über alle Organisationsteile hinweggehende Struktur, dann muss man diese Frage mit Sicherheit verneinen. Ich kenne keine Gesamtstrukturen, die Rassismus anordnen oder ihn erzwingen, die es also sozusagen dienstlich erforderlich machen, rassistisch zu sein. Wenn man allerdings als Struktur annimmt eine Organisiertheit, also Regeln, die überhaupt Organisation erst ermöglichen, dann muss man schon kleinere Strukturen auch anerkennen. Denn das Gegenteil von Struktur ist eben nicht der Einzelfall, sondern Chaos. Strukturen organisieren Organisationen sozusagen. Sie sind Regelwerke. Und wenn ich höre, dass in einer Dienstgruppe in Mülheim eine gesamte Mannschaft mit Vorgesetzten in rechtsextremen Chats sind, dann muss ich annehmen, dass diese Dienstgruppe selbst eine Struktur hat, nämlich zum Beispiel einen Vorgesetzten und Mitarbeiter. Diese Dienstgruppe ist umgeben von anderen Dienstgruppen. Diese anderen Dienstgruppen sind umgeben von einem Revierleiter, der wiederum von einer Direktion, das wiederum von einem Präsidium und so weiter und so fort. Das heißt, ein Handeln in Organisationen ohne strukturellen Kontext ist quasi überhaupt nicht vorstellbar. Ich weiß aber, dass viele Diskutanten, Innenminister, Gewerkschaftsfunktionäre, Polizeiverantwortliche, das Wort Struktur damit verbinden, dass es etwas Totalitäres ist, dass also alle davon betroffen sind. Und dann kommt sehr schnell dieser reflexartige Abwehrmodus, das ist aber zu pauschal, das ist doch, stimmt doch gar nicht. Das ist ja ein Generalverdacht gegen die gesamte Polizei. Deswegen muss man schon sehr sorgfältig mit diesem Begriff Struktur umgehen, ebenso mit der Institution, das ist genau dasselbe. Es ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Und wenn wir auch keine Strukturen haben, die direkt
Rassismus anordnen oder ihn dulden, dann haben wir aber auch keine Strukturen, die ihn erkennen bzw. abstellen. Wir haben also auch keine Rassismus- oder Extremismus-Aufklärungsstrukturen. Und das macht sich heute immer deutlicher bemerkbar, dass man unterhalb der Oberfläche sozusagen über lange Zeit in bestimmten kulturellen Milieus in der Polizei Dinge tun kann, die gegen die Integritätsregeln der Polizei verstoßen. Und das macht uns heute schwer zu schaffen. Vielen Dank für diese ausführliche Schilderung. Dann würde ich ja als Laie sagen, okay, wenn das doch der Fall ist, dann brauchen wir doch Einblicke in die Strukturen. Das heißt, wir brauchen doch Zahlen, Fakten und so weiter. Da kam ja vor einiger Zeit die Idee der Rassismusstudie auf, gegen die sich nun, wie wir alle wissen, unser Innenminister ja gewehrt hat. Und jetzt im neuen Rechtsextremismuspaket soll es ja eine Studie geben, die bezeichnet wird Untersuchung der Polizistenkultur. Herr Beer, wie schätzen Sie denn diese Studie ein oder was erwarten Sie denn von dieser Studie oder was erhoffen Sie sich? Nun, also von einer bundesweiten Megastudie sozusagen erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht so viel, weil schon ganz, ganz viele Hoffnungen darauf gerichtet wurden und auch ganz viel Abwehr schon entstanden ist gegen diese Studie. Und das hing mit dem Wort Rassismus zusammen. Ich glaube, das war ein sehr für die Polizei auch sehr schwieriges Wort, weil es so ausgesehen hat, als wollte man jetzt nach Rassisten in der Polizei suchen und hoffte, möglichst viele zu finden. Das ist natürlich nicht der Fall. Insofern ist dieser neue Terminus, der übrigens von der Gewerkschaft der Polizei eingeführt wurde, Alltagsstudien zu betreiben, also den Alltag der Polizisten zu erforschen, auch die Belastungen von Polizisten zu erforschen, die möglicherweise mit ein Mosaikstein dafür sind, dass man abrutscht in extremes Gedankengut. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl. Und mittlerweile haben ja mehrere Innenminister auch gesagt, sie machen eigene Studien. Davon halte ich eigentlich viel mehr als von einer bundesweiten Gesamtstudie. Schauen Sie, wenn ich was zu sagen hätte, wenn ich es tun dürfte, würde ich jetzt erstmal sofort in allen Bundesländern, in denen diese Chatgruppen aufgetaucht sind, diese Gruppen untersuchen und schauen zum Beispiel, wie viele Männer, wie viele Frauen gibt es da, was ist der Altersdurchschnitt, was arbeiten die Leute, was haben die für Probleme, was haben die für Themen. Das kann ich aber nicht machen, weil die eine Gruppe sitzt in Frankfurt, die andere in Nordrhein-Westfalen, die dritte in Berlin, die vierte in Baden-Württemberg und in so. Und das ist total schwer, diese Sachen zusammenzubringen. Deswegen glaube ich eher, dass diese regionalen begrenzten Studien, die auf einigen Ländern kommen, die auch die Kontexte besser verstehen können, dass diese Studien eigentlich gewinnbringender sind. Okay, vielen Dank. Und wenn wir jetzt, Sie haben jetzt diese verschiedenen rechtsextremen Chatgruppen aufgezählt, kann man denn dann oder würden Sie, dass man pauschal sagen kann, gibt es einen erstarkenden Rechtsextremismus in der Polizei? Oder kommt es uns jetzt einfach nur so vor, weil wir eben diese ganzen verschiedenen Dinge haben, die jetzt ans Licht kommen? Genau, das ist eine unentschiedene Frage. Das kann ich heute noch nicht sagen. Ich habe eine starke Vermutung. Und zwar spielen zwei Dinge eine Rolle, die es früher nicht so gab. Wir hatten ja schon immer Radikale in der Polizei, also Rechtsradikale oder Extremisten. Das hielt sich früher deshalb in Grenzen, weil A, die Kommunikationsmöglichkeit nicht so umfassend war. Durch Social Media haben wir eine Auflösung von Raum und Zeit. Das heißt, wir brauchen keine Hinterstube mehr, in der man sich trifft. Man macht eine Chatgruppe auf und kann von jetzt auf gleich 20, 30, 40, 500 Leute erreichen, die alle in diesem Chat sind. Das Zweite ist, dass wir insgesamt ja feststellen müssen, dass es Parteien in den Landtagen und Bundestagen gibt, die sehr strategisch und sehr bewusst Tabus brechen und sozusagen das Sagbare immer noch weiter oben verschieben. Und wenn ich von einem Politiker als junger Polizist höre, der Nationalsozialismus war ein Mückenschiss der Geschichte, dann kann ich mir vorstellen, glauben einige Polizistinnen und Polizisten auch, naja, darüber kann man ja sprechen. Ja? Und dann bleibt es dann nicht mehr dabei, ein Wort zu enttabuisieren, sondern dann macht man auch Bilder, dann macht man auch Gesten. Und dann plötzlich ist man in einem rechtsextremen Milieu oder in einem rassistischen oder prärassistischen Wortspiel. Und möglicherweise denkt man sich wirklich nicht so viel dabei, wobei ich das nicht entschuldigen will. Ich glaube schon, dass in der Regel die Leute wissen, was sie tun. Der Punkt ist für mich, dass ich glaube, diese Äußerungen, diese Räume, die Rechtsextreme jetzt betreten, die werden größer und die Extreme werden frecher. Und diejenigen, die sich nicht trauen, etwas dagegen zu sagen,
die müsste man eigentlich stärken, um möglichst diese Räume zu begrenzen, in denen diese Dinge passieren. Und das ist im Moment das Problem, dass die Kollegen und Kolleginnen dieser Menschen, die sich rechtsextrem äußern oder rassistisch, immer noch meistens keinen Mut haben, das an die große Glocke zu hängen und das zu melden. Vielen Dank. Tina? Oder soll ich? Okay. Ja, also eine Frage wäre tatsächlich auch in Bezug zu unserer Ausstellung. Wir zeigen da eine Arbeit von Henrike Naumann und die Installation hat den Titel Tag X. Und in dieser Installation beschäftigt sie sich mit rechtsextremen Prepper-Netzwerken, unter anderem mit dem Hannibal-Netzwerk, das sich aus Mitgliedern der Bundeswehr, dem Verfassungsschutz, aber eben auch der Polizei zusammensetzt. Und dieses Netzwerk bereitet sich auf den Tag X, also auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor. Und was würden Sie sagen, wie ordnen Sie diese Form der extremen Radikalisierung? Also das geht ja weit über Gespräche in Chats hinaus. Also sozusagen nochmal, da wird ja nochmal eine neue Stufe erreicht, wo sich eben auch Repräsentanten gegen die Staatsgewalt, also die eigentlich Repräsentanten der Staatsgewalt sind, und sich aber gleichzeitig gegen diese wenden. Wie würden Sie das dann nochmal einordnen? Das ist, wie Sie sagen, ganz richtig sagen, nochmal eine extreme Steigerung, eine Übersteigerung, in dem nämlich nicht nur Gedanken ausgetauscht werden und Worte, sondern auch Handlungen vollzogen werden. Und das ist so ähnlich wie beim sogenannten Racial Profiling, dass nicht nur in Haltungen besteht, in Überlegungen, in Einstellungen, sondern dass tatsächlich Opfer produziert, also Menschen zu Opfern macht, zu Opfern einer rassistischen Kontrollpraxis. Wenn wir jetzt über Hannibal sprechen oder über Nordkreuz oder über andere Dinge, die sozusagen an dieser Spitze sind, dann sprechen wir aber kategorisch über eine andere Form des Extremismus als in den Chatgruppen. Das sind Menschen, die sich tatsächlich A, auszeichnen durch ihr Spezialwissen. Das heißt, es handelt sich, was die Polizeibeamten anbetrifft, immer um Eliten. Funktionale Eliten in der Polizei, die sehr stark mit diesen Extremsituationen auch arbeiten, entweder du oder ich auf Leben und Tod. Und dort entwickeln sich, wenn man das noch koppelt mit Nationalismus und mit Heimat und mit Schutz, wie es bei der Bundeswehr öfter oder stärker ist, dann kann so etwas entstehen, dass sie tatsächlich Parallelwelten haben und auch nicht nur gedanklich, sondern auch vom Habitus her und vom Training her sich auf andere Dinge vorbereiten. Das würde ich aber sehr stark trennen von den Chats, die gemacht werden, von den Symbolen, die gezeigt werden. Das ist wirklich eine kleine, aber sehr gefährliche, glaube ich, eine kleine, überschaubarere Gruppe, die sich auch über die Grenzen der Polizei hin vernetzt. Das ist nochmal eine eigene Subkultur, die nicht nur einen polizeilichen Hintergrund hat. Das sind Elitekämpfer, die sich sozusagen in ihrem Kampfgeist verselbstständigt haben. Okay, vielen Dank. In diesem Zusammenhang weitergedacht, würden Sie denn sagen, dass es vielleicht sogar eine Strategie von rechtsextremen Gruppen darstellt, auf Sicherheitsbehörden zuzugehen und diese für sich zu gewinnen in gewisser Weise oder sie anzuwerben, in Anführungszeichen? Da haben wir eine Parallele in der Tat zu den Republikanern in den 80er Jahren. Die haben Ähnliches gemacht. Die waren auch rechts von der CDU und extrem konservativ und haben versucht, Sicherheitskräfte strategisch anzuwerben. Das hat für diese Parteien zwei Vorteile. Polizisten können gut mit Gesetzen umgehen, sie können gut organisieren, sie kennen sich im Verwaltungsdeutsch aus. Deswegen kriegen relativ schnell Polizeibeamte dort in diesen Gruppen auch Funktionen. Bei den Republikanern war das dann relativ schnell wieder vorbei. Und nun macht die AfD tatsächlich Ähnliches. Es ist sozusagen ein toxisches Werbeprogramm für Polizei. Sie arbeiten mit Begriffen, von denen sie glauben, dass Polizeibeamte dadurch getriggert werden. Sie sagen ja nicht, das ist der Unterschied beispielsweise zu linker Kritik an der Polizei. Sie sagen ja nicht, ihr dürft das nicht, ihr seid zu machtvoll, ihr seid zu repressiv, ihr seid zu stark. Sie sagen ja das Gegenteil. Sie sagen ja, ihr tut uns leid. Ihr Polizisten tut uns leid, weil ihr nicht das machen dürft, wofür ihr euren Eid geleistet habt. Und das ist ein Umschmeicheln von polizeilicher Identität, das aber vergiftet ist. Das ist sozusagen eine vergiftete, deshalb toxische Schmeichelei, weil sie glauben, Polizisten fallen darauf herein,
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, wenn ich AfD wähle oder wenn ich da mitmache, dann kriegen wir diesen starken Staat, der sich wieder durchsetzt, der wieder mit harter Hand arbeitet, der Erfolg hat und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Polizeibeamte tatsächlich Funktionen in der AfD übernehmen. Ich weiß nicht, wie viele sie wählen. Da wird ja von Herrn Merz und auch von Herrn Radek werden ja da ganze Kontingente benannt, die überlaufen sozusagen in die Polizei. Das finde ich übrigens einen sehr merkwürdigen Spruch, dieses Überlaufen zur AfD, weil die Polizisten gehören nicht einer Partei. Aber sei es drum, wir können das im Moment gar nicht abschätzen, wie attraktiv tatsächlich diese Partei für Polizisten ist. Man hört es immer wieder, dass es welche gibt. Natürlich, die sehen wir dann auch als Funktionsträger. Aber ob das wirklich eine Sogwirkung hat, ob jetzt die Hälfte der Polizei rechts wählt, wie das in Frankreich übrigens ist. Ja? Die Hälfte der französischen Polizei wählt Le Pen. So. So weit sind wir in Deutschland nicht. Und ich vertraue ein wenig darauf, dass ich nach einem anfänglichen nach einer anfänglichen Sympathie relativ schnell zeigt, wes Geistes Kind diese AfD-Funktionäre tatsächlich sind und dass dann auch etwas wieder sich einpendelt und einpegelt. So viel, glaube ich, demokratischen Rückhalt würde ich der gesamten Polizei doch zutrauen. Okay, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass wenn es in Deutschland Opfer von Missbrauch von Staatsgewalt gibt, es natürlich theoretisch die Möglichkeit gibt, dass diese auch zur Anklage gebracht wird. Jetzt sagt man aber, oder ist es ja auch so, dass es eine sehr geringe Anklagequote gibt und auch eine sehr geringe Quote von Verurteilungen. Wie erklären Sie sich das denn? Das ist ein komplexes Ding. Erstmal ist es so, dass viele Opfer von polizeilicher Gewaltanwendung, die übrigens oftmals ja auch legal ist oder legal beginnt und dann möglicherweise im Gewaltexzess endet, dass viele dieser Opfer das gar nicht anzeigen, weil sie befürchten, dass eine Gegenanzeige erfolgt. Das ist ein Mosaikstein. Der zweite Mosaikstein ist tatsächlich, dass die Polizeibeamten, wenn es denn zu einem Verfahren kommt, in der Regel vor Gericht souveräner auftreten als die potenziellen Opfer, also die, die sich als Opfer darstellen. Das heißt, sie kennen die Amtssprache, sie kennen die Gerichtssprache, sie kennen die Gesetzestexte, sie wissen, wie sie sich als Zeugen verhalten sollen. Für viele der von der Polizei mit Gewalt behandelten Menschen ist es das erste Mal. Und sie treten deshalb ungelenker auf. Und die es gibt so eine Art Glaubwürdigkeitshierarchie vor Gericht. Und da können sich Polizeibeamte in der Regel gut darstellen. Und das Dritte muss man eben auch sehen, oftmals sind die Sachen tatsächlich unklar. Und jeder verkauft sich so gut er kann. Und das Vierte, was ich noch hinzufügen muss, ist tatsächlich beim Gewalteinsatz der Polizei. Jede Gewalt sieht schlecht aus und sie erzeugt Schmerzen. Und es ist keine ästhetisch schöne Angelegenheit. Es ist ganz anders als im Training bei der Polizei, wo man lernt, die Dinge ruhig und mit Vernunft zu machen. Im Ernstfall sieht Gewalt einfach unangenehm aus und sie tut weh. Das ist aber ein Teil dessen, was Polizeibeamte tatsächlich dürfen. Sie haben vielleicht noch diese Bilder im Kopf, wo ein Polizeibeamter mit dem Knie auf dem Nacken eines Mannes kniet. Das ist tatsächlich eine Technik, die man in der Polizei lehrt. Die sieht bedrohlich aus, aber es ist quasi ein Regularium, das Polizisten anders bewerten als die Opfer. Und diese vier Punkte, es kommt vielleicht noch einiges dazu, diese vier Punkte führen dann dazu, dass die Verurteiltenquote vor Gericht für Polizeibeamte extrem gering ist. Und zwar sehr viel deutlich geringer als in normalen Strafverfahren, die mit Körperverletzung zu tun haben. Alles klar. Ina, es ist eine Frage reingekommen. Genau, ich habe eine Frage von der Community. Und zwar ging es darum, um die Polizeigewalt, die Polizisten also erfahren. Und zwar war hier die Frage, wie da auch Ihre Einschätzung ist, ob die Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten gestiegen ist oder ob es vielleicht eher an der medialen Wahrnehmung liegt, auch an der vergrößerten Berichterstattung. Also das ist relativ eindeutig, dass wir schwerste Gewalttaten gegen Polizei, also Mord zum Beispiel, Totschlag, schwere Körperverletzung, die gehen zurück oder bleiben auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
Die leichten Körperverletzungen steigen etwas und das liegt an unterschiedlichen Dingen, weil nämlich drittens die Gewaltsensibilität größer geworden ist, insgesamt in der Bevölkerung, auch in der Polizei. Früher wurde sehr viel mehr informell gearbeitet, sowohl im Austeilen als auch im Einstecken von Gewalt. Das hat sich verändert. Man protokolliert mehr. Das heißt, wir haben im Wesentlichen es mit einer Verschiebung vom sogenannten Dunkelfeld, wo nichts registriert wird, in das sogenannte Hellfeld zu tun, das in die Statistik eingeht. Im Übrigen sind dann noch neue Tatbestände hinzugekommen, auf die sich Polizeibeamte berufen können. Jetzt gibt es nicht nur die Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte, sondern auch Angriff auf Vollstreckungsbeamte, § 114. Das ist ein Tatbestand, der erst seit 2018 in der Statistik erscheint. Und der ist natürlich in die Höhe geschnellt, weil zum Angriff zählt schon die Intention, also das Angreifen, das Verletzen wollen und nicht die faktische Verletzung. Das heißt, hier haben wir eine zusätzliche Komponente, die Polizeibeamte schützt und die dann aber auch dazu führt, dass es so aussieht, als nehmen die Angriffe zu. In Wirklichkeit nimmt eines exponentiell zu und das sind Handykameras. Wir haben tatsächlich viele Bilder, sowohl von polizeilicher Gewaltanwendung als auch von Gewalt gegen die Polizei. Dort heißt die Handykamera Bodycam zum Beispiel, sodass insgesamt der öffentliche Raum stärker durchdrungen ist mit Bildern. Und das hinterlässt oft den Eindruck, es passiert jeden Tag ganz viel. Statistisch stimmt das nicht. Wir haben nur immer mehr Bilder von immer weniger Straftaten. Und dazu auch eine Nachfrage. Es ist ja jetzt gerade in Frankreich wird ein neues Gesetz diskutiert, dass es verbieten soll, dass Polizistinnen und Polizisten gegen ihren Willen gefilmt werden. Jetzt gerade, wenn wir über halt eben auch die Aufklärung oder die Dokumentation von Polizeigewalt sprechen, wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das dadurch dann eben weniger werden, dadurch, dass es eben dann verboten wird? Ja, das halte ich für sehr problematisch, weil, also für problematisch halte ich tatsächlich einen Straftatbestand einzuführen, der das Filmen von Polizeibeamten verbietet. Ich glaube, demokratietheoretisch argumentiert, müsste man sagen, wenn der Staat sich mehr Möglichkeiten verschafft, zu dokumentieren, was er tut, beziehungsweise was gegen ihn getan wird, ich spreche von diesen sogenannten Bodycams, dann halte ich es für recht und billig, dass auch die Zivilgesellschaft diese Dinge filmt und unter Beweis stellt. In der Ausbildung bekommen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowieso gesagt, du musst deinen Dienst so verrichten und deine Intervention so machen, als wären 5 Kameras auf dich gerichtet. Wir haben nichts zu verbergen und deine Maßnahme muss sowieso gerichtsfest und rechtlich in Ordnung sein. Im Übrigen gibt es ja einen Gewissensschutz für Polizeibeamte, das ist das Recht am eigenen Bild. Es dürfen also keine Porträtsaufnahmen gemacht werden, es darf nicht der gesprochene Wortlaut mitgeschnitten werden, es dürfen diese Bilder dann nicht veröffentlicht werden. Aber ich halte das sozusagen eine reziproke Angelegenheit. Die Polizei sichert Beweise und die Zivilgesellschaft will oder die Bevölkerung will das auch tun und will das dokumentieren. Das halte ich eigentlich für demokratisch geboten und es würde mich sehr wundern, wenn das Einzug hielte in Deutschland, dass Polizeibeamte plötzlich gar nicht mehr gefilmt werden dürfen. Jetzt sind noch eine ganze Reihe Fragen aus der Community gekommen. Und die erste wäre, wo beginnt denn eigentlich bei der Polizei Gewalt und wo ist es Selbstverteidigung? Naja, wie gesagt, der Begriff Gewalt wird ja oftmals im Alltagsgebrauch schon negativ besetzt. Ja? Bin ich noch zu hören? Meine Internetverbindung ist nicht stabil. Jetzt sind Sie wieder da. Ist noch okay. Das hängt vom Gewaltbegriff ab. Wenn man phänomenologisch Gewalt beschreibt, dann ist es einfach die Schmerzzufügung gegenüber einer anderen Person. Egal, welche rechtliche Komponente das hat. Deswegen spreche ich lieber vom polizeilichen Überwältigungshandeln. Also die Maßnahme soll einen anderen überwältigen. Ob das jetzt legale Gewalt im Sinne von Potestas, Staatsgewalt ist oder der Gewaltexzess, der an einer gewissen Stelle anfängt, das ist erstmal egal. Die Polizei darf diese Gewalt ausüben.
Das Problem ist, dass sich in die legale Gewaltausübung manchmal illegale Gewaltausübung einschleicht. Ich gebe ein Beispiel. Haben wir jetzt auch auf den Videos gesehen. Wenn ein Mensch festgenommen werden soll und die Hände auf den Rücken legen soll, damit die Handschellen angelegt werden können, er aber auf dem Boden liegt und sich wehrt dagegen und die Hände nicht freigibt, dann dürfen Polizisten sogenannte Schockschläge setzen, um eine Muskelbewegung zu erzeugen, dass die den Arm freikriegen. Jetzt kann es durchaus sein, das ist eine fiktive Situation, die ich jetzt schildere, jetzt kann es sein, dass zwei solcher Schläge genügen würden, um den anderen dazu zu bringen, den Arm freizugeben. Der Polizeibeamte setzt aber 10. Dann ist immer die Frage, wo fängt jetzt die Gewalt, der Gewaltexzess an? Und das ist oftmals erst im Nachhinein zu ermitteln, manchmal gar nicht, weil diese Situationen schon sehr exklusiv sind. Also, wir halten fest, einmal, Polizei darf Gewalt anwenden. Das zweite ist, Gewalt des Staates ist was anderes als Gewalt von zivilen Personen. Zur Notwehr darf man sowieso, dürfen Sie und ich auch Gewalt anwenden, wenn wir bedroht werden. Aber diese, sagen wir mal, direkte staatliche Auftrag, das zu tun, Menschen zu überwältigen, ergeht halt nur an die Polizei. Insofern sind Sie schon in einer exklusiven Situation. Deswegen trainieren die das ja auch und üben es und sollen es maßvoll verhältnismäßig einsetzen. Und jetzt kam noch eine weitere Frage. Wäre es nicht zum Beispiel hilfreich, wenn zur Anzeige von Straftaten, die von Polizeibeamten begangen wurden, eine unabhängige Behörde statt die Polizei Anzeigen aufnehmend wäre? Das ist ja unsere Forderung von vielen Polizeiforschern und Forscherinnen, eine unabhängige Institution zu gründen, die polizeiliches Handeln monitoren kann, beobachten kann und eben im Zweifel auch als Schiedsinstanz oder als aufnehmende Instanz fungieren kann. Und das erfährt im Moment noch eine große Gegenwehr von der Polizei, weil sie, glaube ich, insgesamt doch denkt, wir sind die Guten, wir brauchen keine Kontrolle von außen. Und wir haben Kontrolle durch die Staatsanwaltschaft und das Gericht, das langt. Wir sind aber gesellschaftlich, glaube ich, in der Situation, in der ein Polizeibeauftragter, also eine Einrichtung außerhalb der polizeilichen Logik, durchaus als Ventil dienen könnte, die Lage wieder zu beruhigen. Das gilt übrigens auch für Polizeibeamte, die manchmal Dinge beobachten an ihren Kolleginnen und Kollegen, mehr den Kollegen, die einfach nicht, die ihr Gewissen belasten und die nicht zu den Integritätsregeln der Polizei gehören. Auch sie haben oftmals große Not, diese Beobachtungen zu melden, weil sie nur den Dienstweg haben. Oder den Pastor oder den psychologischen Dienst oder einen Gleichstellungsbeauftragten. Und an der Stelle schalten sich in der Regel die Gewerkschaften ein und sagen, aber wir sind doch auch noch da dafür. Wir sind doch die Vertrauensinstanz in der Polizei. Und da würde ich sehr deutlich sagen, das ist ein Fehlschluss, weil die Gewerkschaften sind Teil der Logik der Polizei. Sie kennen Kollegen, sie sind Kollegen. Und es wäre sicher besser, wenn diese Sachen von einer Stelle bearbeitet würden, die nicht kollegial vernetzt ist, die keine Vorgesetzten kennen, die keine Mitarbeiter kennen, die keine Tradition in der Polizei beachten müssen. Das ist eine Forderung, die wir schon lange stellen. Aber in vielen Bundesländern wird das noch nicht gemacht. Es gibt mittlerweile 3 Bundesländer, die einen Polizeibeauftragten haben. Der hat einen Mangel in allen 3 Ländern. Er kann nicht ermitteln. Oder sie kann nicht ermitteln. Die Polizeibeauftragte hat kein scharfes Schwert sozusagen. Und stellen Sie sich vor, solche Geschichten, die jetzt in Mülheim passiert sind, passieren und dann muss jemand Handys sicherstellen. Dann muss jemand Ermittlungen anstellen. Dann müssen möglicherweise Wohnungen durchsucht werden. Und das kann eben im Moment nur die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft. Und da gibt es noch keine außenstehende Instanz, die das könnte. In England und in Norwegen gibt es solche Instanzen, die auch Ermittlungskompetenz haben. Das ist für uns noch Zukunftsmusik. Und jetzt kam noch eine Nachfrage zu den Opfern von Polizeigewalt. Und hier war die Frage von einem User, ob es so ist, dass die Opfer von Polizeigewalt diese oftmals nicht anzeigen, weil sie eventuell gar nicht wissen, dass diese Gewalt nicht rechtens war. Auch das kommt vor, in der Tat. Das ist ein Vermittlungsproblem. Das ist übrigens eine ähnliche Situation, unter der auch die Polizeibeauftragten leiden, dass nämlich viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es sie gibt. Und tatsächlich gibt es einige Menschen, die wegen des Autoritätsgehalts der Polizei sich nicht wagen,
solche Dinge anzuzeigen, die auch nicht wissen, wo sie das gut tun können. Denn für viele ist dann der Weg zur nächsten Polizeidienststelle nicht der sicherste Weg. Und hier braucht es schon eine gewisse Kenntnis der bürokratischen Organisationen und der bürokratischen Wege, um da klug und sinnvoll und erfolgreich vor allen Dingen eine Anzeige zu machen. Da braucht es zum Beispiel auch eine gewisse Reputation, ein gewisses Selbstwertgefühl. Manchmal braucht man auch gute Zeugen, um das wirkungsvoll zu tun. Und da fehlt oft den Menschen auch der Mut. Deswegen sagen wir ja, diese Instanzen, die den Opfern, potenziellen Opfern von Polizeigewalt zur Seite stehen sollen, müssen möglichst niedrigschwellig arbeiten. Vielen Dank. Ich gehe nochmal zurück zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, zur Gewalteinsatz von Polizei. Jetzt haben wir ja, vorletzte Woche gab es ja diese relativ große Querdenker-Demo in Leipzig und danach gab es ja relativ viel Kritik von zwei Seiten an der Polizei. Eine Seite sagt, okay, es wurde zu wenig hart durchgegriffen und die anderen haben gesagt, es ist gut, dass wenig hart durchgegriffen wurde. Wie bewerten Sie denn diese Kritik? Naja, die Kritik ist zum Teil eben parteiisch und strategisch. Ich bewerte das mal aus meiner Kenntnis von Polizeilogik. Das fällt mir leichter. Ich glaube tatsächlich, dass in Leipzig die Polizei vor einem Dilemma gestanden hat, dass sie sich mit einer Demonstrationsklientel zu tun hatte, die sie nicht kannte. Das ist relativ neu. Diese Querdenker-Community setzt sich aus ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammen, die für Polizisten erstmal keine Tradition haben, keine Erfahrung abbilden. Also das ist anders als beim Schwarzen Block oder bei linken Demonstrationen. Da hat man ein geschlossenes Bild. Und das ist hier nicht so. Hier gibt es Kreise, hier gibt es kleine Kinder, hier gibt es Leute, die zwar verschrobene Meinungen haben, aber nicht nach außen militant wirken und deshalb auch keinen Reflex, keinen Gewaltreflex auslösen. Das hat man nach Leipzig zum Beispiel schon gelernt und hat in Berlin dann bei der nächsten Querdenker-Demo schon den Wasserwerfer eingesetzt. Also ich glaube, insgesamt ist hier ein Lernprozess im Gange. Ich glaube, die Polizei scheut sich mit ihren, sagen wir mal, eingeübten Methoden und Strategien gegen diese Demonstranten vorzugehen. Das muss man, würde ich jetzt persönlich meinen, das muss man in Kauf nehmen, dass es hier keine vollendete, kompetente Einsatzstrategie gibt. Da muss man immer neu ausprobieren, was geht gerade, was duldet man, was sagt das Recht dazu, was sagt die Verhältnismäßigkeit. Also hier habe ich ein gewisses Verständnis für die Zurückhaltung der Polizei, eben auch deshalb, weil sie sukzessive ja weiterlernt. Und die nächsten Demonstrationen werden anders polizeilich behandelt, da bin ich mir ganz sicher. Denken Sie denn, dass es auch ein bisschen was damit zusammenhängt, dass eben eine gewisse Angst besteht, dass wenn man zu hart durchgreift, dass eben die Vorstellung der Querdenker, dass eben die Grundrechte eingeschränkt werden, sozusagen ja dann bestätigt wird, weil eben die Staatsgewalt handelt gegen die Demonstrierenden? Natürlich. Das sehen wir auch bei anderen Gelegenheiten, dass Personen aus diesem Spektrum eine ausgesprochen märtyrerhafte Position einnehmen und geradezu danach suchen, Bilder zu erzeugen, dass sie Opfer von polizeilicher Gewaltanwendung werden. Das sind schon sehr offensichtliche Provokationen, die da stattfinden. Und bisher glaube ich, man kann sich darüber vielleicht streiten, aber nach meinem Dafürhalten haben sich Polizistinnen und Polizisten nicht ganz schlecht angestellt in diesen Situationen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch große Überwindung kostet, in diesen Lagen immer noch ruhig zu bleiben und etwas weniger zu tun. Denn das weniger tun ist in der Regel schwieriger zu legitimieren, auch im eigenen Kreis, als das konsequent und auch robust vorgehen. Das ist immer unterschiedlich, wie jeweils der Erfolg definiert wird. Ja? Der wird vom Polizeipräsidenten möglicherweise anders definiert als vom Kollegen, der neben mir steht. Und hier hat sich die Polizei meines Erachtens und nach meiner Beobachtung bisher relativ gut durchgewurschtelt, sage ich mal, sehr bewusst, weil das ist was Tentatives, das muss man immer neu probieren. Und wir haben an einer Stelle, da bin ich auch relativ emotional auch dabei gewesen, an einer Stelle haben wir gesehen, dass viele Polizisten doch das Herz am rechten Fleck haben. Und das war diese Stelle, wo Menschen versucht haben, die Reichstagstreppe zu stürmen. Und dann die drei Polizisten plötzlich wussten, was sie zu tun haben, nämlich das Verteidigen. Ja?
Das hat doch mir den Eindruck hinterlassen, um unsere Polizei ist es nicht schlecht bestellt, moralisch. Ina, hast du noch Fragen oder soll ich weitermachen? Okay, jetzt haben wir ja sehr viel über die eher das gesprochen, was das der Ist-Zustand ist. Und Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen, aber was muss sich denn jetzt ändern? Also insgesamt, meinen Sie, es helfen Verbote oder würden Sie sagen, es muss sich insgesamt in der Polizistenkultur etwas ändern? Naja, das Zweite ist, glaube ich, das Schwierigere, aber auch das Zielführende. Ich glaube, es hat keinen Zweck, jetzt auszuschwärmen und nach Rassisten in der Polizei zu suchen und dann zu sagen, da haben wir jetzt 17 oder 20 oder 40, die sortieren wir jetzt aus und gut ist. Das ist, glaube ich, zu naiv. Ich glaube, man muss andersrum vorgehen, nämlich den Raum derer, die solche Sprüche machen, wieder begrenzen. Das heißt, diejenigen zu stärken, die eigentlich einen guten Job machen wollen, die sich jetzt noch nicht trauen, etwas zu sagen, also das Umfeld stärken. Das heißt natürlich, eine Kultur zu entwickeln, in der zum Beispiel Gegenrede etabliert ist und auch gewünscht ist. Und das ist nicht überall der Fall, obwohl in den Hochglanzschriften und den diplomatischen Reden der Minister anderes gesagt wird. Aber in der Polizistenkultur ist Widerspruch und Einhalt gebieten, Diversität und so weiter eigentlich nicht die Regel. Das fällt schwer, da muss es sozusagen tatsächlich einen Kulturwandel geben. Es ginge ganz einfach eigentlich. Es gibt einen alten Spruch in der Polizistenkultur, wir halten zusammen. Es gilt unbedingte Solidarität im Einsatz. Ja? Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wir halten zusammen. Wenn dieser Spruch ein ganz kleines bisschen geändert würde und sagt, ja, wir sind solidarisch, aber nur unter der Bedingung, dass dein Handeln rechtsstaatlich ist. So, und da wird eben nichts geduldet, nicht die Ordnungsschelle, nicht der zu viel geleistete Schlag und so weiter. Wenn das besprochen werden könnte und man über die Bedingungen der Solidarität reden würde, wäre schon viel getan. Und wenn sich diejenigen trauen würden, die bestimmte Sachen nur noch dulden und eigentlich nicht mitmachen wollen, wäre auch schon viel geleistet. Dazu müsste aber sehr viel Kommunikation stattfinden und das ist jetzt eine Perspektive oder ein Argument, das ich noch nicht ganz lange äußere, aber es wird immer dringlicher, man muss genau auf die Führung schauen. Denn die wenigen oder diejenigen, die dann Taten ausführen, die ganz deutlich den rechtlich zugespieligten Raum überschreiten, die wird man ausfindig machen. Aber dass die sozusagen von ihren Führungsvorgesetzten nicht erkannt werden, dass es geduldet wird, dass sie tätig werden, das ist ein anderes Problem in der Polizei. Also ich würde tatsächlich nicht nur an der Ausführungsebene stehen bleiben, sondern man muss sich sehr stark in Frage stellen, wie sieht es denn mit der Führungsethik, mit der Führungskultur in der Polizei aus? Würden Sie sagen, dass da auch dann die Polizeigewerkschaft sozusagen mit involviert sein müsste? Also was ist sozusagen die Rolle der Polizeigewerkschaft? Weil so wie mir das vorkommt als Außenstehender, ist die Polizeigewerkschaft sehr ablehnend, was gewisse Veränderungen angeht. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Hier kann man nochmal unterscheiden, die zwei großen Polizeigewerkschaften der uniformierten Polizei. Hier ist die GdP, also die Gewerkschaft der Polizei, etwas anders aufgestellt als die jetzt fällt mir der Name nicht, als die blaue Polizeigewerkschaft, die ist etwas innovativer und auch etwas sozialdemokratischer, aber insgesamt merken manchmal insbesondere die Gewerkschaftsfunktionäre nicht, dass sie nicht Teil der Lösung eines Problems sind, sondern Teil des Problems. Wenn ich mir einige Sprüche von Gewerkschaftsvorsitzenden anhöre, das ist schon sehr grenzwertig. Ich meine jetzt die Deutsche Polizeigewerkschaft, ich meine jetzt nicht die Gewerkschaft der Polizei. Das ist schon, ich will nicht sagen, das verlässt schon den demokratischen Raum, aber es ist schon attraktiv für bestimmte Menschen. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass die Gewerkschaften an der Spitze der Reformbewegung stehen. Eher sind sie die Bewahrer der alten Traditionen, sozusagen die Gralshüter einer guten Polizei. Und deswegen weisen sie ja vehement
Dinge vor sich, die eigentlich Reformen möglich machen würden. Zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten, zum Beispiel den Polizeibeauftragten. Ganz viele andere Beispiele könnte man nennen, wo es immer ein kategorisches Nein erstmal von den Gewerkschaften gibt. Tatsächlich von der Deutschen Polizeigewerkschaft stärker und vehementer als von der GdP. Hier passieren auch Lernprozesse, aber sie passieren eben langsam und oft nur mit großer Sorge, um das Gute in der Polizei zu schützen. Da ist die Angst, glaube ich, größer, als sie sein müsste. Okay, vielen Dank. Ina, es ist noch eine Frage. Ja, jetzt kam noch eine Frage zum Thema Demonstrationen. Und zwar war hier die Frage, wie muss man sich denn die Vorarbeit der Polizei vor einer Demo vorstellen? Vor allem, wenn vorher klar ist, dass Regeln gebrochen werden. Ja, das ist jetzt nicht mehr so ganz mein Kerngebiet, aber ich versuche es mal. Die Lagebeurteilung geschieht auf Grundlage von eigener Erfahrung, eigener und institutioneller Erfahrung, muss man sagen. Das sind in der Regel Vergleiche mit ähnlichen Fällen oder mit ähnlichen Anmeldern in den Nachbarstaaten oder auch in früheren Zeiten. Und dann wird eine Konzeption erstellt. Darüber liegt noch sozusagen die Polizeipolitik des jeweiligen Bundeslandes. In Berlin haben wir zum Beispiel seit einigen Jahren eine Politik der ausgestreckten Hand sozusagen. Also dass Polizei versucht, nicht martialisch aufzutreten, nicht sofort einzuschreiten, sondern so lange wie möglich zu kommunizieren, das Gespräch sucht bei denen, die noch gesprächsbereit sind. Das ist in Hamburg zum Beispiel anders. Da gibt es diese Strategie der ausgestreckten Hand nicht. Das hängt immer ein bisschen von den Bundesländern ab. Und ich würde jetzt mal, ohne kokett sein zu wollen oder ohne Vorurteile zu schüren, ich würde mal vermuten, dass ein polizeilicher Einsatzleiter in Berlin und in Hamburg und in Frankfurt in diesem Punkt mehr Erfahrung hat als der in Leipzig. Und deswegen passieren manchmal eben auch die Dinge aus mangelnder Einsatzerfahrung, nicht generell, sondern mit diesen Großlagen. Ja? Das kann man auch nicht immer kritisieren oder verwerfen, weil es braucht letztlich immer noch ein Stück Fortune. Man muss auch Glück haben, um eine Strategie auch durchsetzen zu können. Es gibt tatsächlich ein Dilemma für Polizeiführer. Sie können eigentlich nichts richtig machen. Dieses Dilemma wird, also es wird alles kommentiert sozusagen. Es wird alles auch vor dem Hintergrund der eigenen Position kommentiert. Das Dilemma wird etwas geringer dadurch, dass diese Einsatzleiter auch selten etwas richtig falsch machen können. Also außer man macht jetzt wirklich irgendwie einen Gewaltexzess. Aber das passiert eigentlich nicht so oft oder nicht wahrnehmbar von der Polizeiführung. Es ist wahrnehmbar, dass manchmal die Polizei etwas hilflos erscheint. Das ist zum Teil, muss man da tatsächlich sagen, müssen auch Polizisten auf die Zähne beißen und müssen sich zurückhalten, weil man nicht eskalieren will. Das sieht dann nicht so durchsetzungsstark aus, ist aber in der Regel eine, sagen wir mal, also wenn man es im Terminus einer offenen Gesellschaft bespricht, eine wirkungsvollere Strategie als das martialische, rigorose Vorgehen. Die Steigerungsform dieses rigorosen Vorgehens sehen Sie bei manchen Demonstrationen in den USA oder auch in Frankreich oder in Belarus zum Beispiel. So will eigentlich keiner eine Polizei haben. Ich weiß aber, es gibt Stammtische, da wird genau das verlangt. Und da muss man auch auf Polizisten und Polizistinnen immer wieder hinweisen und klug einreden, dass sie sich da nicht verführen lassen, zu stark von ihrer Gewalt Gebrauch zu machen. Jetzt kam noch eine Frage, weil Sie ja auch in der Ausbildung aktiv sind. Und inwiefern würden Sie sagen, dass auch die Ausbildung überprüft werden muss, dass man hier verstärkt nochmal mit Rassismustraining, psychologische Betreuung, Supervision arbeiten müsste, um das Problem, ja, sich der Herausforderung zu stellen? Ja, das ist eine typische, ich sag mal, ich zähle mich ja auch selbst, das ist so eine Akademikerhaltung. Ja? Man muss eigentlich Polizisten so ausbilden, dass sie psychologisch und mental und kommunikativ in der Lage sind, zu deeskalieren und möglichst sozusagen smart auch zu, also
intelligent zu arbeiten. Ja, das ist, das versuchen wir auch. Aber es gibt auch die andere Fraktion, die sagt, wir müssen vor allen Dingen rechtssichere Polizisten haben, wir müssen abwehrbereite Polizistinnen haben. Ich halte die Ausbildung im Moment für nicht schlecht, wenn man das europaweit vergleicht, aber es ist doch sehr stark rechtslastig. Also mit rechts meine ich jetzt nicht politisch recht, sondern dem Recht folgend. Recht, Strafrecht, Polizeirecht, Strafprozessrecht, Einsatzlehre etc., das sind die Dinge, die hoch bewertet werden. Antirassismus-Trainings gibt es gar nicht in allen Bundesländern. Und wenn, dann sind sie an der Stelle wahrscheinlich nicht immer so sehr wirkungsvoll, weil sie in einem Zustand passieren, in dem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ja da noch Studenten sind, überhaupt keine Erfahrung mit ihrer Gegenseite haben. Also diese Trainings müssten in einem Stadium stattfinden, in dem man schon reflektieren kann auf eigene Einsatzerfahrungen. Wenn man insgesamt reinguckt, also wir haben ja 16 Bundesländer, in denen die Ausbildung immer ein bisschen verschieden ist, dann noch zwei Bundespolizeien. Ich glaube, was alle Ausbildungen kennzeichnet, ist, dass sie sehr stark kognitiv sind, dass sie sehr stark intellektualisiert sind, dass sie sehr formalistisch sind. Wenn man es ganz böse wollte, könnte man sagen, wir bilden Rechtstechnokraten und Rechtstechnokratinnen mit Gewaltlizenz aus. Das stimmt nicht ganz, wie ich das jetzt sage, aber im Wesentlichen kommen die Fächer, die Sie eben beschrieben haben, Psychologie, Soziologie, Kriminologie, Politikwissenschaften, Antirassismus-Trainings etc., interkulturelle Kompetenz, die führen, sagen wir mal, nicht ein stiefmütterliches Leben, aber sind nicht die beliebtesten Fächer und es sind auch nicht die Fächer, die am meisten im Fokus stehen. Vieles von dem, was wir lehren, müssen wir antizipatorisch vermitteln, also in einem Zustand, wo die jungen Leute noch überhaupt keine Erfahrungen haben. Und dann gucken mich dann groß an und sagen, Herr Beer, Sie reden dauernd von Racial Profiling und von Gewalt und so weiter. Wir sind doch die Guten. Wir wollen doch zur guten Polizei. Und tatsächlich ist es so, dass die Studierenden, die wollen Polizistinnen und Polizisten werden. Und da bin ich oft am Überlegen, ob wir in der derzeitigen Ausbildungskonzeption, Ausbildungsphilosophie tatsächlich richtig liegen. Ich glaube, wir müssten mehr sozusagen kasuistisch vermitteln. Wir müssten mehr Fälle besprechen. Wir müssten mehr Beispiele geben. Wir müssten die Menschen Erfahrungen machen lassen. Zum Beispiel würde ich vorschlagen, eine Erfahrung machen mal außerhalb der Polizei. Also warum machen wir nicht mal ein soziales Praktikum, ein Sozialpraktikum, ein halbes Jahr in einer Einrichtung, die nicht Polizei heißt, um zu vermitteln, dass die Menschen, mit denen Polizistinnen und Polizisten später zu tun haben, nicht nur Probleme machen, sondern auch Probleme haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, 6 Wochen lang bei einer Tafel mitgearbeitet zu haben, verändert den Blick auf Gesellschaft. Und darum würde es gehen. Da bin ich aber eine Minderheit in der Polizei. Ich glaube nicht, dass das durchsetzungsfähig ist. Aber abschließend zu sagen, ich bin zwar nicht sicher, ob wir die beste Ausbildung haben, aber wir haben sicher auch nicht die schlechteste Ausbildung in Europa. Schwierig wird es, wenn die Praxis beginnt, weil dann lassen wir sie los, die jungen Leute. Wir begleiten sie dann nicht mehr. Und so etwas wie Supervision zum Beispiel oder Coaching müsste stattfinden im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr, wenn die Menschen tatsächlich im Dienst sind, dann müssten sie noch 3-4 Mal zurückkommen und wirklich nachdenken darüber, was ihnen da passiert, was mit ihnen passiert, was mit ihrer Umgebung passiert. Aber auch das ist noch in weiter Ferne. Möglicherweise verändert sich das irgendwann mal. Ja, das Thema von der Ausbildung wird gerade sehr intensiv diskutiert auch und also hier im Chat. Und gab jetzt auch noch mal 2 Nachfragen. Einmal, ob Sie was dazu sagen können, wie stark sich die Polizeiausbildung international unterscheidet in Bezug auf Dauer, Inhalte, Abschluss und so weiter. Und ob vor der Ausbildung nach der Motivation gefragt wird. Ich mache das zweite Mal zuerst. Klar wird immer gefragt, warum willst du zur Polizei? Und die allermeisten jungen Leute antworten, was man hören will. Natürlich, ich will mit Menschen arbeiten, ich will auch einen sicheren Job haben, aber ich will keinen Schreibtischbürojob haben, ich will für das Gute einstehen und so weiter. Ich will Menschen helfen. Das sind die Standardaussagen. Viel mehr an Tests kann man auch gar nicht machen. Also man kann ja keine... Man kann wohl psychologische Tests machen und man kann durchaus, sagen wir mal, äußerst gewaltaffine oder autoritative Menschen erkennen in solchen Auswahlgesprächen. Das wird auch getan.
Ich glaube nicht, dass man da noch so ganz, ganz viel ändern kann. Tatsächlich muss man sagen, die Polizei ist für Leute, die wirklich einen ausgesprochen autoritären Charakter haben oder ausgesprochen Gewalt anwenden wollen oder Macht ausüben wollen, eigentlich kein attraktiver Arbeitgeber. Wer das will, der geht zur Armee oder zur Fremdenlegion oder was auch immer. Also wir haben tatsächlich in dem Spektrum der Bewerberinnen und Bewerber eine gewisse Vielfalt. Dann ist es Aufgabe der Polizeikultur, das so zu orientieren, dass ein Korridor entsteht, innerhalb dessen man rechtmäßig handelt. Also ob jetzt einer zum Beispiel besonders Gewalt mag, das ist nicht die Frage. Man muss dahin kommen, ihm klarzumachen, wann er Gewalt einsetzen muss. Also Polizeistudierende müssen bei uns gewaltfähig gemacht werden, ohne gewaltaffin zu sein. Das ist ein schmaler Grat manchmal. Das muss man ausloten. Zum Vergleich, ganz grob, die Polizeiausbildung in den USA ist wesentlich grob überschlagen wesentlich schlechter. Da kommt man nach einem halben Jahr schon als Polizist raus. In Skandinavien ist sie besser. Da wird mehr sozusagen vorbereitet auf das tatsächliche Polizieren. Bei uns kommen die meisten jungen Leute nach der Ausbildung erstmal in geschlossene Einheiten. Das ist nicht überall so, aber in vielen Bundesländern geht man an der Bereitschaftspolizei nicht vorbei. Das ist eine andere Polizei als im Einzeldienst. Das muss man wollen, einüben, muss sich vielleicht auch da anders drauf vorbereiten. Ich würde sagen, so im Vergleich zu europäischen Ländern, ich nehme mal Skandinavien, da würde ich sagen, das läuft etwas ziviler ab, etwas mehr ausgerichtet auf die spätere Tätigkeit. Bei uns wird es sehr stark sozialisatorisch ausgerichtet. Also das sich Einfügen in die Organisation wird hier im Wesentlichen auch vermittelt. In Frankreich, da bin ich mir nicht sicher, die haben eine andere Art zu polizieren. Da ist der Kontakt zur Bevölkerung anders. Das ist eine andere Form, auch Polizei zu denken. Aber insgesamt würde ich sagen, wir haben eine Ausbildung, die sich doch durchaus sehen lassen kann. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Herr Bär, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die tollen Fragen. Sehr gerne. Ich habe noch zwei kurze Veranstaltungshinweise. Genau. Nächste Woche Mittwoch gibt es an selber Stelle einen Panel-Talk zu Ignacio Acosta, der Stipendiant der ZDF-Kunststiftung ist, dessen Ausstellung Archaeology of Sacrifice man theoretisch im Moment im Museum sehen könnte. Da sehen Sie auch Frau Neddermeyer wieder. Und am Donnerstag, also am 3.12., kommt ein Podcast im Debatorial zur deutsch-dänischen Grenze, die eine demokratische Grenze ist. Also schauen Sie zu, kommen Sie wieder. Und jetzt nochmal vielen Dank, Herr Bär. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss.